Die nächste Zusatzfrage stellt die Frau Abgeordnete Brandstätter. Herr Präsident, guten Morgen, Herr Minister. Also im Prinzip hat der Kollege Raimond nach Erneuerung gefragt, nach neuen Ideen und einer neuen Ausrichtung. Und jetzt ist ja die Geschäftsführerposition der ADA heuer auch neu zu besetzen. Und der momentane Geschäftsführer ist seit 2 Amtsperioden im Amt. Es gibt keine einzige Frau in leitenden Positionen und das, obwohl ja Geschlechtergerechtigkeit auch ein erklärtes Ziel der ADA ist. Und es wäre natürlich jetzt auch eine außerordentlich gute Möglichkeit, gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, neue Ideen, wie Kollege Raimond sich das wünscht, neuen Schwung durch eine neue Geschäftsführung und endlich die Chance, auch einmal eine Frau in Betracht zu ziehen. Und deshalb meine Frage, Herr Minister, werden Sie die Chance dieser Neubesetzung der Geschäftsführung nutzen, um die ADA wirklich zu reformieren und neu auszurichten? Also ganz offen, die ADA beruht auf einem eigenen Bundesgesetz und ist eine GmbH. Ich weiß gar nicht, bin noch gar nicht informiert. Es gab eine Ausschreibung, die Frist ist abgelaufen, die Kommission muss noch tagen. Ich weiß gar nicht, wer sich beworben hat dafür. Mir wurde auch noch nichts vorgeschlagen. Das ist auch richtig so, weil sie erst die Bewertung vornehmen sollen. Und ich weiß, es gab in letzter Zeit sozusagen Medienberichte dazu aus einer Evaluierung, die 2019 stattgefunden hat. Ja, ich gebe Ihnen zum Beispiel recht, bei der Frauenquote müsste man mehr machen. Ich glaube aber, die Situation, wie mir berichtet wurde, hat sich erheblich verbessert in den letzten Jahren. Das ist auch eine Bestandsaufnahme, die teilweise 4 bis 5 Jahre zurückliegt. Der Bericht wurde 19 veröffentlicht und ging auf Informationen zurück von 18, 17 teilweise. Da hat sich die Situation verbessert. Und ich kann Ihnen eines versichern, was wir als Außenministerium machen in diesen Fällen, und das haben wir auch gemacht, ist auf die ADA einzuwirken. Und das mit Erfolg eigentlich, dass sie diese Kritikpunkte aufgreift und sei es im Personalmanagement, sei es bei Frauenquoten, klare Schritte setzt und eine eigene Strategie aufbaut. Und das ist auch in den letzten Monaten erfolgt. Die nächste Hauptfrage stellt wieder die Frau Kollegin Brandstätter. Herr Minister, die österreichische Entwicklungshilfe will sich in den nächsten 3 Jahren für Frieden, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung einsetzen. Und in einer Anfragebeantwortung vom April letzten Jahres schreiben Sie zum Thema Kontrolle der Verwendung der österreichischen EZA-Gelder, es soll, und ich zitiere, auch die Zivilgesellschaft unterstützt werden, um genau diese Kontrolle auszuüben und Transparenz einzufordern. Jetzt ist aber gerade die Zivilgesellschaft in Ländern, in denen autoritäre Regime Wahlen verfälschen und die Opposition unterdrücken oder Bürgerkrieg führen, extrem schwach. Und die beiden Länder, die die höchsten Hilfen erhalten, sind Uganda und Äthiopien. Und das sind genau solche Länder. Und Sie schreiben ja selbst auch im schriftlichen Update zur Umsetzung der OECD-A in den Schwerpunktländern, dass die schweren Menschenrechtsverletzungen im Umfeld der ugandischen Wahlen auch Partnerinstitutionen der OECD-A betroffen haben. Daher meine Frage, wie können Sie in Staaten mit autoritären Regimesystemen sicherstellen, dass die österreichischen EZA-Zuwendungen tatsächlich den Entwicklungszielen und nicht dem Regime zugutekommen? Das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie stellen, Frau Abgeordnete. Es ist aber, muss ich ganz klar sagen, nicht so, dass Österreich Budgethilfen leistet, indem wir einfach eine Summe Geld einem Drittstaat zur Verfügung stellen und sagen, mach damit, was du willst. Unsere EZA-Mittel sind ganz klar geirrmarkt. Sie müssen einem gewissen Zweck zugeführt werden. Und natürlich haben wir Situationen, auch in Äthiopien, in der Provinz Tigray, sind Projekte Österreichs betroffen, zum Beispiel das SOS Kinderdorf, Don Bosco. Also da sind verschiedene Organisationen, die Partnerorganisationen von uns sind betroffen. Aber es ist nicht so, dass wir einfach Geld blind in irgendeinen Staat reinschütten, sondern es gibt ganz klare Zweckbindungen, es gibt Monitoring-Mechanismen, ein engmaschiges Monitoring-Mechanismus. Dazu dienen ja genau auch unsere Koordinierungsbüros im Ausland in den Schwerpunktländern, die das als Hauptaufgabe haben. Und es gibt klare Berichtspflichten, die auch zum Teil externe Wirtschaftsprüfer mit einschließen oder internationale Institutionen. Also ja, es ist eine Herausforderung natürlich. Am liebsten würden wir Entwicklungshilfe immer direkt an den notleidenden Menschen geben. Aber ein gewisses Minimum an Zusammenarbeit mit staatlichen Strukturen lässt sich oft nicht verhindern. Und letzten Endes haben wir da ein gemeinsames Ziel. Ohne Good Governance, ohne Rechtsstaatlichkeit, ohne ein Minimum an Verlässlichkeit bei den öffentlichen Strukturen wird Entwicklungshilfe in einem Staat auch wenig bewirken können. Das heißt, hier braucht es einen Dialog. Aber ich kann Ihnen versichern, es gibt kein österreichisches Geld, das irgendwo versickert und das sozusagen anonyme Budgethilfe ankommt.